Dorfratschn. Zeit. Ein Jahr vorbei, es ist wieder soweit. Das zweite Mal in dieser tollen Halle, ich glaube, es gefällt mir wirklich alle. Ich muss das ganze Jahr an die Sitzung denken und mir ständig das Hirn verrenken. Ich tue eh nicht glauben. Aber lustig soll es auch sein, was ich euch will sagen. Was da so geschieht in unseren Orten, soll ich beschreiben mit lustigen Worten. Sehr geehrte Herren und Damen, bei der Geschichte kenne ich keine Namen. Die Pensionisten haben ja schon Zeit, fahren gern umeinander, weit und breit. Das kann aber jedem passieren, man greift sich wirklich aufs Hirn. Ein Ausflug an dem Tag muss sein, das Wetter ist auch so schein. Im Tank kämen wir mehr als 20 Euro rein, mehr ist das Auto nicht gewesen. Bei den Benzinpreisen heute kommt man mit 20 Euro nicht weit. Jetzt wird er langsam nervös, der Mann. Er braucht eine Stelle, wo er tanken kann. Ganz voll, jetzt wird nicht gespart, sie haben ja noch lange Fahrt. Am nächsten Tag, er glaubt es kaum, steht der Polizei vor ihm, das ist kein Traum. Die tun ihm das alles erklären und der Herr wird immer roter werden. Das Zahlen hat er gestern vergessen, aufs Anfang war er ganz versessen. Durch die Autonummer ist ja klar, ums Gefühl, wer es war. Es halt im Alter gleich passiert, dass man ein wenig vergesslich wird. Und von der Geschichte die Moral, probieren kann man sie ja mal. Alle! Jeder von uns kennt das Gefühl, wie man sich freut, wenn man auf Urlaub fahren will. Bei der Familie Kager war das voriges Jahr. Alles perfekt vorbereitet, ist ja klar. Der Heckfahrradträger wird montiert, gut festbinden, damit nichts passiert. Zum Schluss wird das Auto in die Garage eingestellt, weil in der Früh jede Minute zählt. Auf einmal ein Krocher, ganz scheinlaut. Der Franz sich gar nicht in den Rückspiegel schauen traut. Der Kofferraumdeckel war offen und hat ihn mit voller Wucht getroffen. Der Franz ganz zerstört, der ihn am liebsten blärt. Sie können hier jetzt nicht lang studieren und müssen sofort umdisponieren. Wie kann es bei einem Teammöbelchef anders sein? In der zweiten Garage tut er noch ein Cabrio-Stein. Klappräder waren für das Auto kaputt. Aber da fürchten sie bei ihren Freunden den Spott. Der Urlaub war gerettet, sie sind alle Radeln losgechattet. Olé! Wie euch allen schon bekannt, gibt es in Rohrbach einen neuen Feuerwehrkommandant. Als erstes hat er gleich befohlen, einen Maler ins Haus zu holen. Das hässliche Rot vom Feuerwehrhaus ist schon fort. Hoffentlich bleibt er als Kommandant länger dort. Dann hat er seine Männer durchgecheckt und gleich einen Hausmeister darunter entdeckt. Die Feuerwehr ist jetzt noch mehr auf der Hut, weil es manchmal einen stillen Alarm geben tut. Und wer so einen Mann hat zur Seite, weiß, als Frau ist man immer die Zweite. Mein Mann besonders eifrig dabei, wenn auch ein stiller Alarm ist, nachts um drei. Ein ins Brand, er rennt schon fort und wieder ankommt, ist niemand dort. Zu einem Unglück hat er einer den Schlüssel vergessen, nochmal die gleiche Tour, irgendwie besessen. Wenn ich euch sage, was ihm ist passiert, kann sein, dass ich jetzt in den Vorhang explodiert. Von der Feuerwehr war es kein Alarm. Ich nehme euch nicht am Arm. Die Handyrechnung haben sie ihm geschickt, denn dann hätte er am liebsten eine gepickt. Egal, ob was ist oder nicht bei der Feuerwehr, man kann sie verlassen, die kommen immer daher. Alle! Sehr viele Betriebe wird es in Rohrbach geben,
Im letzten Jahr ist ein Reger wechseln gewesen. Der, von dem ich berichte, ein geborener Salzburger, sein Dialekt, ein Gedicht. Der hat gepachtet die Tankstelle Stenk. Ich glaube, er ist die Arbeit bei der ÖBB auch im Zwang. Ein Traum hat er sich bei uns erfüllt. Er hat schon immer gern Dankwort gespielt. Mit Diesel und Benzin erhofft er sich den großen Gewinn. Ich tue böses Ahnen schon. Er wird Rohrbachs neuer Zapfsäulenbaron. Olle! Der Pfarrhof ist verkauft. Da was haben sie sich um den nicht gekauft. Da wird schon umgebaut und gesteinigt. Der Pfarrhof von der Kirche trennt. Da war nämlich eine Verbindung durch eine Brücke, die ist weg, da ist jetzt eine große Lücke. Was der da plant, kann ich nicht sagen. Ein Dorfratschn tut ja nichts davon. Obwohl ein jeder weiß, ich behalte alles für mich. Nur bei so einer Forschungssitzung kannst du dann treffen, die oder die oder die. Alle! Ein tolles Ereignis von vor einem Jahr war die Eröffnung vom Fußballstadion, das ist klar. Rundherum haben sie jetzt ein Neid, was wir Rohrbacher beobachten, voller Freude. Zuerst waren es alle dagegen und haben uns stehen lassen im Regen. Inzwischen ist das Stadion ausgebucht, jedes Spiel ist gut besucht. Das Stadion ist super, die Planung ist einmal schwach. Der Kühlung hat keine Kühlung und das Unzufloch ist es doch. Bei uns werden, und das ist einmalig auf der Welt, die Ballburgen nicht aufs Spielfeld, sondern aufs Dach aufgestellt. Auch die Lafnitzer Sportler sind ganz froh, sie trainieren sehr viel da. In der Tabelle kann man das schon sehen, da tun sie nämlich ganz vorne stehen. Und eins tut mich besonders gefallen, wir Rohrbacher dürfen gratis am Sportplatz gehen. Da können dann die Männer nicht aus und müssen noch ein Spiel mit uns nach Haus. Olle! Was darf man nicht vergessen, dass die Gemeinde zusammenlegen ist gewesen. Bürgermeister sind jetzt momentan out. Ein Regierungskommissär ist mit den Geschäften vertraut. Beieinander sind jetzt Eichberg, Rohrbach und Schlag. So steht es im Vertrag. Zusammenlegung war schon ein großes Thema, ist nicht alles gelaufen nach Schema. Eichberg hat reagiert, aber gereizt. Einige von denen sind sehr gespreizt. Sie haben Luftkurort, schau, schau, die Luft wird schon ein wenig blau. Und weiter dreht sich die Spirale, Rohrbach ist und bleibt Zentrale. In Lafnitz ist das Thema noch nicht scharf, das ist und bleibt ein Singeldorf. Der Ball läuft sich noch wie geschmiert, weil da der Fußball statt dem Bürgermeister regiert. Man kann noch nicht sagen, wie das Ganze funktioniert, es wird aber das Beste probiert. Und eins ist fix, wir geben keine Ruhe, bis Lafnitz kommt zu uns dazu. Olé!